Herzlich willkommen in der Kommandozentrale, euren Update-News zu Gaming und allem, was dazugehört. Heute geht es mal wieder um Crossouts, das Steel Gladiators Update. Ist jetzt endlich da! Wann haben Sie es angekündigt? Vor einem Monat? Ach, keine Ahnung, ich hab's schon wieder vergessen. Es ist auf jeden Fall da und es wird explosiv. Das möchte man hoffen, ne? Wir haben einiges Neues dabei, einen neuen Spielmodus, der sich Arena nennt. Ganz interessant, die Steel Gladiators Season, ein paar neue Teile. Neue CKs, natürlich. Wie könnte es anders sein? Was haben wir hier noch alles? Ja, Elite Battle Pass und so ein Schmuh. Hier kommt der ganze Kaufscheiß. Wir haben eine neue Reliktwaffe, die sehr interessant aussieht. Wollen wir das einfach Stück für Stück mal kurz durchgehen? Auf jeden Fall. Was haben wir denn im Arena-Modus? Also als erstes haben wir hier Event, der neue Modus, Anführungszeichen Arena. Und der bleibt bis zum 20. März. Oh, der verlässt uns wieder. Das ist schade. Ja, aber das ist doch Standard mit den Events. Vielleicht wird das aber so ein Event-Modus wie mit Winter Mayhem, dass der den entsprechenden Seasons einfach wiederkommt. Das wäre sehr schön. Zumindest ziemlich cool. Das Ganze ist ein 3 gegen 3 PvP-Modus. Verfügbar ab Level 7 mit den Engineers. Ja, gut, wer ist nicht Level 7? Ich glaube, das erreicht man in den ersten paar Stunden, in denen man spielt. Daher wird es tatsächlich sehr zugänglich sein, ausnahmsweise mal, im Gegensatz zu vielen anderen Modi. Ja. Es gibt 3 neue Maps extra und exklusiv für diesen Modus. Power Center, City Pond und Defense Line. Klingt auf jeden Fall interessant. Was sehr gut aber auch ist, was sie in vielen Modi vergessen, man kann dem Modi als Gruppe beitreten oder alleine und dann mit Randoms. Sonst heißt es immer, nein, du bist in einer Gruppe, das darfst du nicht. Ich weiß gar nicht, warum sie das nicht schon vorher gemacht haben. Das ist so ein dämliches Oversight. Ich meine, wer will denn sowas nicht mit einer Gruppe spielen? Meistens mit einer vorgebrachten, wie nennt man das? Mit einer Premade Group? Ja. Irgendwie so, ne? Premades halt. Genau, mit Premade. Dann das erste Team, das 3 Runden gewinnt, von Maximum 5 gewinnt. Mhm. Ja gut, das heißt, es gibt nicht so wie... Ich hab's eigentlich gern mit den Arena-Modi aus Apex verglichen, dass es Overtime gibt. Gibt's hier nicht. Ja, ist also ganz es gut. Ist Best of 5 einfach. Dann... Ja, einfach ganz viele Sachen. Mal schauen hier, wenn der Player die Runde verlässt, bevor sie vorbei ist, wird ein Raider in dem Team zugefügt. Ist halt jetzt die Frage, ist ein Raider zufälliger oder ein Bot? Ich schätze mal ein Bot. Also so wie in einem Raid. Hm. Wahrscheinlich irgendein Random Car von den vorgefertigten Sachen, was wir auch erwähnen sollten. Denn dieses Mal muss man nicht unbedingt seine eigenen Fahrzeuge mitbringen. Beziehungsweise, ich weiß auch gar nicht... Kann man überhaupt seine eigenen Fahrzeuge mitbringen? Hier steht auf jeden Fall, dass man einige Teile nicht benutzen darf. Das impliziert, dass man seine eigenen Fahrzeuge mitbringen darf. Aber es gibt freischaltbare, vorgefertigte Fahrzeuge, die man in dem Modus verwenden kann. Was ich ziemlich cool finde. Das heißt nämlich, dass Neulinge zum Beispiel nicht schon 35.000 verschiedene Teile brauchen, um ein vernünftiges Auto zu bauen. Sondern die können einfach, zwar auch nur exklusiv in diesem Modus, aber halt diese vorgefertigten Autos benutzen, wofür sie keine Teile brauchen. Und das finde ich ziemlich cool. Sehr einsteigerfreundlich. Ja, im Patchnote steht ja auch nochmal, bevor man die Arena betritt, kann man bis zu 3 Auto-Blueprints vorzeitig auswählen, ungefähr wie im Clan-Battle. Diese können, wie du gerade gesagt hast, das eigene Auto sein oder eins der Reward Cars, die man dann freigeschaltet hat, also Belohnungen. Das Auto kann jede Runde verändert werden vor einem Rundenstart. Das heißt, wenn du merkst, das feindliche Team ist komplett auf Range und dein ganzes Team ist auf Nahkampf gemacht, dann wird es sich wahrscheinlich ziemlich optimieren, wenn man sich da auch einigermaßen abspricht, hoffentlich. Mhm. Außer der ganze Chat besteht wieder aus Russisch und keiner versteht sich gegenseitig. Rashbi. Obwohl, es gibt, glaube ich, auf den Maps, wenn ich das richtig gedeutet habe, tatsächlich nur einen Punkt. Also, der Modus ist wohl immer gleich. Ja, also, du kannst entweder die Gegner besiegen oder den Punkt in der Mitte einnehmen.
Ja, man muss auch dran denken, die Maps sind relativ offen, so wie sie es in vorherigen Updates gesagt hatten. Und ich sag mal so, 3 Nahkämpfe gegen 3 Fernkämpfer, die kommen nicht ran, wenn sie gut sind. Kommt drauf an. Also aus meiner Erfahrung hast du als Sniper meistens tatsächlich wenig Chancen gegen Nahkämpfer, weil die sich entweder unsichtbar machen oder so schnell unterwegs sind, dass du einmal schießen kannst und dann fressen sie dir schon die Räder weg. Stimmt. Also wir werden sehen, was passiert. Stimmt. Aber ich habe generell das Gefühl, dass sehr viele Leute die vorgefertigten Fahrzeuge benutzen werden, weil ich habe mir die schon mal angeguckt, die sind ziemlich gut. Nicht zu viele Schwachstellen, ziemlich gut zusammengebaut, die sehen sogar gut aus. Und die haben gute Bewaffnung dran. Es gibt zum Beispiel ein Scout-Auto, das hat 4 Sledgehammer-Shotguns drauf und wir wissen alle, wie stark Shotguns sind. Es gibt eins, das man ein bisschen später freischalten kann, das hat Worlds, also Nahkampf-Auto-Cannons. Da sind ganz interessante Modelle dabei. Also ich bin echt gespannt, was die Leute da so ins Spiel bringen. Ja, und jetzt bevor sich die meisten irgendwie in die Hosen machen, weil sie denken, oh Gott, wenn dann der Rating-Modus beginnt, die Leute sind ja jetzt schon super drin. Ihr seid erstmal entwarnt, es gibt erstmal für eine Woche einen Aufwärmmodus, das heißt nur Arena und der Ranking-Mode gibt's erst ab dem 24. Februar. Ich glaube, Ranking und normale Arena sind tatsächlich getrennt, also man kann auch weiter... Powerscore ist das andere, glaube ich. Genau, der normale funktioniert via Powerscore. Der Arena-Modus, genau. So wie man es halt zum Beispiel auch vom Fußball-Event kennt, ist dann an sein Rating gefesselt. Aber gleichzeitig ist auch vielleicht besser so, bevor jetzt halt Leute denken, okay, ich gehe direkt in Ranked, warum soll ich normal spielen? Vor allem kannst du dann auch nicht so gut smurfen. Außer du hast mehrere Accounts, aber das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Das wäre dann. Wenn du einmal dein Rating hast, musst du halt wirklich, wirklich scheiße spielen, damit du runtergerankt wirst. Ich erinnere mich, dass es im Fußballmodus ziemlich schwer war, Punkte wirklich zu verlieren. Ja, außer du hast wirklich Nutznütze im Team. Großzügig. Die haben es verbessert. Ja. Damals war es ja so von wegen, du konntest so gut sein, wie es geht, dein Team war schlecht. Du warst auch schlecht. Jetzt geht es danach, wie man selber ist. Und das finde ich sehr gut. Also die messen wirklich die Performance von jedem einzelnen Teammitglied, wenn ich das richtig verstanden habe. So, dann, was hatten wir noch? Standard-Arena-Mode. Ja, genau, das hatten wir gerade. Es gibt wieder, wie immer, Gold, Silber, Bronze und so weiter. Man kann verschiedene Sachen freischalten. Wie heißt das? Belohnungen. Und die Belohnungen könnten wir tatsächlich mal kurz ansehen. Moment, dann gehen wir kurz hier rüber. Meinst du die vom Arena-Modus? Ja. Die sind relativ gut sogar, würde ich sagen. Okay, auf Level 1 sieht man direkt ein Fahrzeug. Das sieht sogar echt gut aus. Ja, die Fahrzeuge sind nicht schlecht. Wie Kann gesagt. Ich nichts dagegen also sagen. Ein paar simple... Die sind halt auch wirklich nicht scheiße zusammengebaut. Die haben Unterboden-Montur. Also viele Sachen sind unten drunter montiert. Der Boden ist nicht so verschwendet. Es sind nicht nur Low-Bob-Teile, es sind auch relativ gute teilweise drauf. Ich finde das Wort Low-Bob immer noch super witzig. Es gibt 5000 Experience Points für die Steel Championship. Für die Season. Oh, nett. Ich glaube, das war ein CK-Container. Survivors-Container. CK. Dann, bessere Blueprints. Okay, die verbessern sich auch dadurch. In den Leveln. Ein Sticker mit einem Bullen. Okay. Okay, ja, die lilanen, die sehen schon... Die sehen speziell aus. Es gibt ziemlich viele Coupons. Was auch nicht schlecht ist. Coupons gibt's sind immer gern gesehen. Echt viele. Es gibt ein paar Blueprints von Sachen aus alten Seasons. Okay, die orangenen Blueprints, die haben es in sich. Das ist wahrscheinlich dann eher für so langsam die Maximal-Arena. Ich vermute mal, mit denen würde ich dann persönlich sogar auch spielen, wenn ich
soweit wäre, außer ich baue mir ein extra Arena-Fahrzeug. Und das Maximalste ist ein Blueprint für die Beholder. Kann man machen. Das ist doch aber, nicht schlecht. Aber als Maximalpreis hätte ich mir irgendwie was Besseres vorstellen können. Oh, ich weiß nicht, also ich finde, die Beholder-Kabine ist schon... Die ist ziemlich nice. Aber ja. Es ist natürlich, wenn du als Anfänger so weit kommst in der Arena, du wirst nicht die Beholder-Kabine bauen können, einfach weil dir generell die Ressourcen fehlen. Außer du spielst das wirklich auf und ab. Und ich würde sagen, in einem Monat oder so kann man sich schon ein Legendary zusammenbasteln, wenn man wirklich viel grindet. Und ein bisschen Skill an den Tag legt. Jo. Das ist ja auch immer so eine Sache. So, dann schalte ich mal wieder zurück hier zu den Patchnotes. Dann die Steel Gladiator Season, 54 Level. Ja, ist ja klar, wenn man auflevelt, kriegt man Belohnungen. Welcher Season Pass funktioniert nicht so? Es gibt, wenn der Player den Battle Pass hat, 20 Ingame Coins gibt es als Belohnung für die Level von 55 und darüber. Okay, das gab es ja jedes Mal so. Mhm. Alle Spieler können ohne Ausnahme Workpieces. Wie wird das denn jetzt übersetzt? Workpieces waren, glaube ich, die Dinger, die du... die alten Blueprints? Die du behalten kannst nach der Season. Ah, ja. Damit du die Sachen nachcraften kannst, aber die sind halt beschränkt. Ah, da. Der Workpieces remain in your storage forever. Also die Dinger bleiben für immer. Genau. Hattest recht. Aber die verbrauchen sich halt. Rezepte für Teileproduktion, das sind die, wo nach der Season verschwinden. Mhm. Genau. Oder die, wo man wahrscheinlich einmal baut. Banner-Customization ist immer gern gesehen. 100 Ingame-Coins. Ich glaube, das wird um einiges mehr sein als nur 100. Hm. Werden wir sehen. Workbench-Coupons. Nice. Building-Supplies. Naja. Ja, die Building-Supplies sind fragwürdig. If anything. Warum gehen wir hier überhaupt die Liste durch? Wir können es ja eigentlich mit Bildern sehen. So. Steel Gladiator Rewards. So. Wir sind auch bei 1 und es beginnt natürlich mit der neuen Autokanone. Der Drachenkanone. Der Drachenkanone? Du bist doch ein Autokanonen-Fan. Ja, schon, aber die ist jetzt nicht nach mir benannt. Das wäre ein bisschen weird. Crossout Developer, wenn ihr das hört, Drachenkanone. Make it real. AC 71 Dragoon oder so, vielleicht. I don't know. Wäre ja, schon cool. Komischer Kaffeetyp, den sieht man am Anfang in dem Intro. Ein SG. Was ist SG? Hm? Steel Gladiator, okay, ja. Jetzt ergibt es auf einmal Sinn. Ah, okay, das ist nett gemacht. Dieses, hat das Logo einen Namen? Nö. Das Logo auf Level 4. Auf der linken Seite Fernkampf, auf der rechten Seite Nahkampf. Nicht wirklich. Also doch schon, so ein bisschen. Ja, doch. Stimmt, das sind mehr Shotguns als alles andere. Ja, und links sehe ich jetzt fast eigentlich größtenteils nur Fernkampfsachen. Ja. Okay. Das sind auf jeden Fall die Opposing Forces in der Arena. Das haben die zumindest im Livestream gesagt, den sie vorgestern gebracht haben, dass es das darstellen soll. Ah. Dann Coupons. Den wahrscheinlich niemand geguckt hat, obwohl ich glaube, es waren 300 Leute dabei oder so. Ich war zu spät dran und wollte mich da nicht spoilern lassen. Oh ja, was soll's. Macht nichts. So viel Wichtiges war nicht dabei. Och, na dann. So, es gibt Coupons. Ingame-Coins. Das Coin-Design hat sich verändert. Ein bisschen. Ich habe schon mal zusammengezählt. Es gibt 1100 Coins für alle Level, ohne die Coins über Level 55. Ja. So, mal kurz vergleichen. Ich habe ja noch eine 3D-gedruckte Coin von damals.
Hattest du das Ding selber gemacht eigentlich? Ja. Nice. Ist da auch Schrift drauf? Ich habe selber drauf geschrieben. Ein bisschen hat sich's verändert. Die Münze sieht fast schon glatter aus. Die alte hatte mehr Einrisse überall. Jetzt sind die Einrisse zu getrockneten, ich vermute mal, Blutflecken geworden. Ja. Oh ja, wir haben ja noch die, wie heißen sie? Ich vergesse es jedes Mal. Die Engineer Badges, die sind ja auch sehr kantig. Ja, stimmt. Dann Aurora Blueprints. Warum Aurora Blueprints? Für was? Warum? Ist die Aurora nicht. Ist eine Aurora nicht eine Standardwaffe? Ja, aber irgendwie muss man ja billig Content reinkriegen, sind wir mal ehrlich. Oder wird die Aurora jetzt nicht mehr baubar sein? Wieso sollte sie? Keine Ahnung. Die Eye Sockets. Die sind ganz cool tatsächlich. Ja, auf die habe ich mich am meisten tatsächlich aus dem Season Pass gefreut. Mhm. Einfach danach, Deko. Danach haben wir nochmal die neue Autokanone. HC-62 Term. Man kriegt 3 Terms, so gesehen. Ja, so wie bei der Machine Gun im letzten Pass. Ja, im letzten Pass gab es ja fast von allem 2 bis 3 Sachen. Ja, finde ich auch ganz okay so. Das Schwert ist ganz cool. Ja, das ist wieder ein Hologramm, das sieht ganz cool aus. Auch wenn ich die Animation da noch nicht sehe. Mal wieder Coupons. Ja, das ist ein bisschen schade, dass sie die Vorschaubilder von den Hologrammen nicht animiert machen oder so. Das wäre mega cool. Es hätte auf jeden Fall was. Die Coupons hätten sie von mir aus gern ein bisschen reduzieren können, fast. Ja. Ansonsten, dann haben wir noch ein paar Sticker. Dann wieder ein Background, der ganz interessant ist. Oh ja, der sieht cool aus. Gladiator, der einen Molotow wirft. Ein bisschen weird, aber okay. Die Flasche sieht aus wie so eine Nuka-Cola-Flasche. Fallout 4 confirmed. Ah ne, wie viele Fallouts haben wir? Ich glaube, jetzt sind wir in Fallout. Keine Ahnung, ist ja eigentlich wurscht. Ja, okay, erst was soll's. Dann haben wir. Wieder Coins. Jetzt habe ich vergessen, steht doch dran. Workpieces und Blueprints für die Autokanone. Wir haben tatsächlich einen CK. Ah, für was ist das? Der für Shotgun? Die Piercer. Ach, das ist die Piercer? Mhm. Erkennt man gar nicht so sehr, ne? Nee, ich hätte so das jetzt echt als Shotgun gesehen, einfach auch wegen den ganzen Klingen. Ja, erinnert mich ein bisschen an hier bitte diverse Shooter, First-Person-Shooter einfügen mit dem kleinen Teddybär hinten drin. Der ist super süß. Doch, ich habe in den Stream reingeguckt und eine Sache gesehen, die Trombone. Ah ja. Der Precision Rocket Launcher. Ich habe gesehen, er macht zwar nicht viel Damage, aber er hitzt Teile. Ja. Der gepaart mit anderen zielsuchenden Raketenwerfern in einem Auto. Ich kann mir vorstellen, dass der in Kombination mit der Nest tatsächlich ganz interessant werden könnte. Weil dann könnten die wieder ganz gut funktionieren. Ja. Behaupten. Das wäre mein Ziel. Also die nächsten Tage versuche ich mal wieder eine Nest ranzubekommen, bevor die meisten Leute das dann realisieren und die Nest im Preis aufgeht. Ich habe meine noch. Ja, ich leider nicht. Tja. Engineer Badges, aka Ressourcen. Noch mehr Coupons, noch ein Aufkleber mit dem Schriftzug Gladiator, finde ich ziemlich cool. Dann Building Materials, die keiner braucht, aber okay. Ah, 500 Stück, das wäre nichts nett. 200 mehr Coins. Dann noch mehr Workpieces und Blueprints und dann ein CK für die Humpback-Kabine. Der sieht richtig nice aus. Okay. Oh ja, Frankenstein. So, die ziemlich cool. Humpback ist eine coole Kabine. Ich weiß, aber es ist trotzdem eine Odd-Choice, weil das eine Kabine ist, die nicht so häufig verwendet wird. Ja. Bin ich der Meinung zumindest. Ungerecht. Ich sehe die nicht so oft. Wenn man sie gescheit benutzt, ist sie echt gut. Ich hätte gerne einen vernünftigen CK vielleicht für die Trucker-Kabine gehabt. Vielleicht kommt es ja noch. Auch cool. Ein Gladiator-Skin. Gladiator-Skin. Ja, eine neue graue Farbe mit ein bisschen Textur. Ist okay, kann man machen. Ja, ein Sekutor. Sticker. Flammer. Okay. Warum steht da Sekutor drauf dann? Ist wahrscheinlich irgendwas Lateinisches. Ja, das ist irgendein Rang, glaube ich, im Militär oder so. Kann sein. Gewesen. Irgendwas römisch-lateinisches oder so ein Scheiß. Dann haben wir Trigger-Workpieces, okay. Coins. Ja, obwohl Trigger ist immer ganz okay, weil viele haben ja die
Die allererste Founders, Season. Ja, die Founders, die erste Founders-Season haben einige verpasst. Yep. Mir fehlen da auch ein paar Teile. A die is caused, was auch immer das heißen soll, als Sticker. The die is cast. Die Würfel sind gefallen. Der Tod ist gefallen? Alea Iacta est? Oh Gott, diese Schriftart kann man ja überhaupt nicht lesen. Das ist auf jeden Fall Latein. Ja. The die is cast heißt auf jeden Fall, die Würfel sind gefallen. Aber den Spruch kennt man ja. Aber das die ist doch sterben und Würfel ist doch dice. Lernt doch einfach mal Englisch, Leute. Es tut mir leid. Nein, tut es nicht. Weiter im Text. Ist, er kennt mich zu gut. Gut, dann Workpieces. Workpieces und Blueprints für die Thresher. Finde ich ganz nett. Noch ein CK. CK Trump Card für die Quantum Kabine. Oh nein. Das finde ich cool. Nein, Quantum Trump. Quantum Kabine ist nice. Trump confirmed. Ach. Aber die ist doch gar nicht orange. Ich finde diese Ästhetik tatsächlich ganz cool von diesen dieses Lunatic Gladiator Arena Ästhetik, die jetzt hier reingebracht haben, auch mit den Autos, die man freischalten kann. Die haben ja auch diesen metallischen Anstrich mit den roten Streifen. Holy moly, was ist denn das für ein Chonkus? Was bist du? Meinst du die Vulture-Drohne? Ein Vulture. Mhm. Autonomous Drone. Eine Sabotage-Drohne. Ja. Ist ein bisschen wie die Yauwang? Yauwang? Nein. Yakuza? Da steht es ja sogar im Text Yaogwai. Ah. Wir sollten mal alle Japanisch lernen. Ja, definitiv. Warum gibt es eigentlich keine Sachen, die tatsächlich russischen Namen haben? Keiner. Gut, okay, die Coupons finde ich gut. Work? Ja, sag ich ja. Legendary Workbench Coupons sind richtig appreciated. 2 Stück. Das kann einiges ausmachen. Das sind 150 Coins weniger, die man für 2 Legendaries bezahlt. Und auf Level 42 kriegst du diese gesparten Coins auch noch extra hinzu. 42. Level 40 gibt's noch einen Grau, Tenacious Man. Sieht ein bisschen aus wie so ein von Kugeln durchlöchertes Blech. Und schnell noch geflickt an manchen Stellen. Ja, eigentlich ganz cool. Wir haben Assembler-Workpieces, wir haben natürlich Blueprints und Workpieces für die Vulture-Drohne. Es gibt ein CK. Gab's nicht erst das CK für den? Was? Ach nee, das haben wir mal besprochen. Ja, genau, in dem einen Update. Ja, da war das was. Ist der Spark CK, den ich persönlich richtig cool finde. Bisschen scrappy. Hat ein bisschen was, erinnert mich an die Ravager. Wegen dem vorderen Teil. Ja, ja, wegen diesen Kanten unten. Das sieht ein bisschen aus. Oh, weißt du was? Ich wette, die haben einfach die Geometrie von diesen Toren, die in der Kampagne für die Ravager verwendet haben, wo die rauskommen, einfach kleiner gemacht und da dran geklebt. Das könnte sehr gut sogar sein. Sauerei. Recycling. Irgendwie muss man ja mal sparen. Ja, ist aber cool. Als nächstes haben wir ein persönliches Highlight. Die Hadron-Kabine. Hadrons sind, glaube ich, solche Partikel, die irgendwas mit Antimaterie zu tun haben. Ich glaube, das machen die auch in CERN. In diesem Teilchenbeschleuniger. Hadron Collider heißt das ja, glaube ich, auch im Fachbereich, sorry. Das ist das Ding, von wegen der Nachladebonus wird aufgeteilt. Ja, das ist, finde ich, einen sehr interessanten Perk tatsächlich. Das könnte einige Kanonen richtig interessant machen. Das könnte auch so Kombi-Fahrzeuge mit zum Beispiel einer Tsunami und einem, keine Ahnung, einem Judge oder so ganz interessant machen. Also so mehr Mixed-Kanonen-Fahrzeuge. Endlich mal ein bisschen Liebe für Kanonen und Nachladesachen. Ja, finde ich ziemlich cool. Ist auch halt ein interessantes Konzept einfach, dass es quasi so der Durchschnitt von allen Nachladeraten genommen wird. Und angepasst. Ja,
Das ist eine interessante Idee auf jeden Fall. Vor allem, das wirkt halt ja nicht nur mit Kanonen. Die haben im Stream haben sie eine ganz interessante Sache gezeigt, vor der ich tatsächlich Angst habe. Die haben zwei Scorpions, die auf Nachladen gefused waren, und einen King Minenleger, der auch auf Nachladen gefused war. Okay. Glaube ich zumindest. Und der King hat ja schon eine sehr kurze Nachladezeit. Ja. Und dadurch hatten die Scorps eine Nachladezeit von so 3,5 Sekunden ungefähr. Und das macht mir Angst. Das macht mir richtig Angst. Das war ein Maschinengewehr-Scorps. Das ist halt wirklich 3 Sekunden oder 3,5 Sekunden für eine Scorp. Aber ist denk auch dran, so diesen Fuse erstmal hinbekommen. Ja, aber die meisten Leute, die eine Scorp haben, haben auch eine gefuste Scorp, sind wir mal ehrlich. Ja, aber davon gibt es jetzt nicht so viele. Das ist richtig. Zum Glück. Ich glaube, Jesse hat auch eine Scorp, die ist aber, glaube ich, nicht gefuste. Aber ja. Es macht mir aber trotzdem Angst. Selbst mit einer ungefusten Scorp oder so sollte man die vielleicht auf 4,5 Sekunden oder so runterkriegen, wenn man die richtigen Sachen verbaut. Das ist schon scary genug. Ich sehe einfach Maschinengewehrkanonen vor mir. Mhm. Ja, also da kann einiges passieren. Das Ding ist halt, wenn du nur Kanonen verbaust, die sowieso eine schnelle Nachladezeit haben, da verändert sich halt nichts, weil der Durchschnitt von gleichen Sachen bleibt halt gleich. Der Durchschnitt Stimmt. von unterschiedlichen Sachen verändert sich halt nur zu einem interessanten Mittelwert. Dadurch könnten halt die großen Kanonen verbaut mit einer kleinen Kanone sehr interessant werden, weil eine Judge zum Beispiel hat eine sehr schnelle Nachladezeit im Gegensatz zum Beispiel zu einer Executioner oder einer Tsunami oder Typhoon oder wie das Relic heißt. Also, wie gesagt, ich sehe einiges Potenzial für Mixed Cannon Builds. Mhm. Das könnte wirklich interessant werden. Dann haben wir noch Workpieces für die Griffin, ein paar Storage- und Blueprint-Expansions, was ich sehr nett finde. Ich finde es ganz cool, dass sie das jetzt in die, wie heißt das Ganze hier, in den Season Pass eingeführt haben. Ja, bringt entweder Coins oder endlich mal mehr Platz. Ja, genau. Mehr Platz ist immer gut. Bei den Blueprint-Storages bin ich sehr froh drüber. Ja, ich habe immer zu wenig Platz. Dann werden ich horde aber auch alles, das ist schlimm. Ja, das ist auch wieder wahr. Mehr Coins, dann noch Blueprints und Workpieces für die Hadron-Kabine natürlich. Dann eine Blazing ein neues, Edna, die hatten wir schon mal gesehen. Edna ist, glaube ich, von den Firestarters, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, one of the ich habe das vorhin erst nachgeguckt. Ficest Firestarters, yep. Ficest. Sag ich ja. Aber ja. Dekoration. Und eine ziemlich coole Statue, die mich sehr hart an Bioshock erinnert. Wegen den Augen. Oh nein. Das ist weird. Das ist Buff Daddy. Buff Daddy. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ah, okay, danach sind nur Coins. Genau. Ja, finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlecht. Wir haben keine Strukturteile zum Verbauen. Wir haben aber zwei neue Deku-Teile. Die. Hoppala. Das Hologrammschwert, was ich glaube, ziemlich cool finden werde. Oh, das sieht bestimmt nice aus in Kombination mit den Wings of Victory, oder wie die hießen. Mhm. Und die aufklappbaren Lichter. Stimmt. Aber ich. Also so schlecht ist es nicht, was Bauteile angeht. Ja. Und halt vier neue Waffen und 5 CKs und eine neue Kabine. Also durchschnittlich ganz okay. Kann man mal machen. Jo, aber damit wir auch mal zum Ende kommen und noch eine wichtige Sache mit reinbringen, die jetzt weder hier in der Season noch irgendwie in den anderen Dingern ist. Der Dist Launcher Ripper ist auch anscheinend jetzt neu da. Oh ja. Ein Relikt. 3000 PS, 18 Munition. Man sieht hier ja die Parameter. Man kann ja selber lesen, vermute ich mal. Wo ist denn der Tech Tree? Da ist der Tech Tree. Ich muss mal gucken, wo der eingeordnet ist. Wahrscheinlich bei Special Weapons? Bei Minenleger. Okay. Ja, es bleibt ja in Sachen stecken. Ja, stimmt. Es erzeugt Hindernisse, also ist es kategorisch wohl ein Minenleger.
passt. Disc Launcher. Der sieht schon ziemlich nice aus. Er sieht nice aus und apropos Da Minen, kommt. es gibt anscheinend was auch für die Kapkan und Jubuko. Minenkabeln werden durchgeschnitten, wenn ein Environment-Objekt dazwischen ist, was es kaputt machen könnte. Ja. Finde ich gut. Es ist mir vorher nie aufgefallen, dass es das nicht gemacht hat, aber weil meistens fahren die Leute nicht durch Felsen durch und so eine lange Reichweite, dass man um die meisten Objekte drumherum fahren könnte und das Kabel dranbleibt, gibt es meistens nicht. Ja, aber wenn, Also dann ich ist meine, es ich halt. verstehe es auf jeden Fall. Es ist auch weird, dass es nicht schon vorher so war, aber ist okay. Ist auf jeden Fall ein guter Fix. Dann das Argus-Modul wurde angepasst, von wegen es attackiert nun vorzüglich die Kapkan- und King-Minen, genauso wie die Ripper-Discs. Und Tracks Also haben es geht. weniger Grip im Wasser. Das ist okay. Wobei ich. Welche Tracks? Alle Tracks scheinbar. Alle Tracks. Oh, Na, okay. now the traction of tracks is. Ah ne, warte. Es ist nicht reduziert. Die Tracks haben jetzt halt wieder mehr Grip im Wasser. Oh, increased. Okay. Ja, ich. Now the traction of Interesting. tracks is not reduced. Ich habe das not natürlich weggelassen im Kopf. Ach so, vorher war es wahrscheinlich so, dass wenn du durch Wasser gefahren bist, dass dann der Grip von Ketten reduziert wurde und das haben sie jetzt wahrscheinlich rausgenommen. Habe ich, um ehrlich zu sein, nie gemerkt, aber meine Ich auch nicht. Kettenfahrzeuge sind auch einfach viel zu schwer dafür. Es gibt doch zu wenig Maps, wo du merklich Wasser hast. Die Brücke? Ja, Bridge fällt mir Shipyard? ein. Schiffsfriedhof hat, glaube ich, Wasser in der Mitte. Überall eigentlich. Ein Naja, nicht bisschen. wirklich. Das hat eigentlich nur so quer durch die Mitte so ein paar Puddles, Das aber ist auch nicht überall. wirklich viel. Überall Wasser. Auch in den Schiffen und auf den Containern. Ja. Dann es gibt. Oh, es gibt einen neuen Soundtrack. Kann man ja nebenbei abspielen lassen noch. Okay, der ist laut. Wieder auf Pause. Hier seht ihr, wie er heißt. Ihr könnt das ja nachschauen. Dann updated Sounds, Miscellaneous wieder, einige Sachen für Deko, Bugfixes, einige sogar. Okay. Aber die gibt's ja immer. Aber ansonsten eigentlich ziemlich viel Potenzial in dieser Season. Auf jeden Fall. Es könnte interessant werden. Ich habe sehr viel Hoffnung in diese Season. Das Sie ist heißt, nicht optimal, aber sie ist auch nicht schlecht. Wir hatten heißt, schon am Samstag Schlimmeres, wird finde sehr, ich. sehr viel Crossout gesuchtet dann im Stream. Hier hat jemand Claptrap gebaut. Ja, Oh, wie gut. cool. Ich glaube, dann sind wir alles durchgegangen. Ihr müsst jetzt halt scheinbar schnell online gehen, dann seht ihr auch Claptrap, wie er gebaut wurde. Ja, der hat 500 Likes, der bleibt eine Weile auf der ersten Seite. Außer er wird gelöscht. Vom I don't Owner. think so. Und ansonsten danken wir dem Keks hier, diesem Drachen neben mir, dass er wieder dabei war. Immer gerne und schaltet auch das nächste Mal in der Kommandozentrale wieder ein, wenn es neue News gibt zu allen möglichen Games. Oder auch Meistens Nicht-Games, je nachdem, worauf wir Bock Crossout. haben. Ja, man kann ja auch sich Potenzial offen halten. Sagt doch nicht, dass wir keinen Bock auf anderen Content haben. Doch, ich Das hab Bock auf. verschreckt die Leute. Ich hab Bock auf Was? Terranil. Und Wizards with Oh Gun. mein Gott, ja. Oh Mann, hör doch auf. Ich wollte eigentlich Crossout spielen. Jetzt bin ich wieder gehypt auf andere Scheiße. Mein Ziel ist Mann! erfüllt. Ihr Verdammte seid Axt! informiert. Und man sieht sich das nächste Mal. Tschüss! Baby.